Hallo, ich möchte jetzt halt kurz mal erklären, warum ich keine Doppelluftkammern oder Dreifachluftkammern baue, sondern normale Luftkammern, die man mit Volumensbessern progressiver machen kann. Also normalerweise ist es ja so, dass man hier die Negativkammer hat und hier die Positivkammer. Und die Negativkammer hat einfach den Zweck, dass sie von unten vom Kolben wirkt oder von hinten und somit beim Einfedern diese Einfederbewegung unterstützt. Und ein Luftfeder hat die Eigenschaft, dass sie normalerweise vorgespannt ist durch den Druck, und diese Vorspannung versucht man mit der Negativkammer in den Griff zu bekommen. Und je länger die Negativkammer, desto flacher und besser wird die Negativkammer, und je kürzer die Negativkammer, desto mehr wird sich in der Kennlinie so ein Buckel am Anfang ausprägen, und nach dem Buckel kommt so ein Durchhänger und dann kommt die Progression. Und jetzt ist es so, dass man versucht mit der Dreifachluftkammer, das heißt, wenn da hier ein Kolben drin ist, der ist nach unten fixiert, und der Druck in der zweiten Luftkammer ist höher als in der mittleren. Das heißt, ganz am Anfang passiert Folgendes, dass wenn ich einfeder, erhöht sich der Druck in der mittleren Kammer stärker, als es die Kammer tun würde, wenn der Kolben weg wäre. Und dadurch entsteht, also kann man ein bisschen geringeren Luftdruck fahren, und also was diesen Hubbel am Anfang in der Kennlinie reduziert, und die Progression in der kleineren Kammer steigt früher. Das heißt, das Durchhängen wird eliminiert. Das Ding ist jetzt halt, dass das nur notwendig wird, wenn die Negativkammern sehr kurz sind. Weil wenn sie länger sind, habe ich den Hubbel ja gar nicht, und den Durchhänger in der Mitte habe ich dann auch nicht. Insofern kaschiert das in meinen Augen nur ein Problem, das ich habe, wenn die Negativkammer zu kurz ist. Und jetzt ist eben der folgende Punkt. Deswegen ich das nicht machen will, ich bin halt der Meinung, dass man Reibung reduzieren sollte, so gut es geht, so viel wie möglich weg davon. Eines davon ist dieser Pneumatikkolben, den ich ja verbaue, die Pneumatikdichtung, das werde ich gleich noch zeigen. Und das andere ist eben, dass ich halt, wenn ich jetzt das an Kolben einsetze, dann habe ich ja zwei Dichtungen und nicht nur eine. Das heißt, ich habe quasi doppelte Reibung, je nachdem wie die Bewegung der Kolben jetzt auch ist. Und es ist so, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo der zweite Schwimmkolben nicht betätigt wird, habe ich natürlich nur die eine Dichtung, aber ab dem Zeitpunkt, wo der Druck bei beiden Kammern in der Positivseite hier gleich groß wird, geht dieser Kolben mit und bewegt sich. Und somit habe ich zweimal Dichtungsreibung. Und das sehe ich halt überhaupt nicht ein, dass ich da eine Dichtung, also ein System verbaue, wo ich zwei Dichtungen habe, die noch dazu relativ zäh sind von der Bewegung. Und diese Zähigkeit möchte ich euch gerade mal kurz darstellen. Und zwar ist das mein Pneumatikkolben, den muss man immer so seitlich einbauen. Da ist es halt einfach so, dass das von selber raushupft. Und bei der Pneumatik, bei der normalen NBR-Dichtung ist es halt so, dass das nicht passiert. Also weil die auf Quetschung funktioniert und dann durchdicht wird, und die halt, die Lippendichtung, wird nicht auf Quetschung dicht, sondern wird aufgrund des Luftdrucks dicht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, also die ist halt relativ zäh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man von dieser Dichtung zwei im System hat, dann ist für mich einfach die Frage geklärt, ich will die haben, die leichter geht. Jo. Und so schaut es dann eben bei mir aus. Und jetzt noch kurz zum Thema der Progression und Einstellbarkeit. Man kann das einfach einstellen über den Luftdruck, und die Progression am Ende kann man über diesen Volumenspacer einbauen. Der Volumenspacer hat bei mir zwei Richtungen, einmal mit hohler Innenseite und einmal mit nicht hohler Innenseite. Und je nachdem, ob ich den jetzt mit, also so rum einbaue, dass die hohle Seite zum Luftvolumen zeigt, habe ich natürlich die geringere Progression, und wenn ich den umdrehe, dass das Volumen kleiner wird, habe ich die höhere Progression. Und somit habe ich eine Luftfeder, die erstens gute Anfangsbedingungen hat, also das Losbrechen ist gering, die Kennlinie am Anfang ist super, das Durchhängen in der Mitte ist nicht mehr existent, die Reibung ist sehr gering, und die Durchschlagswahrscheinlichkeit kann man einstellen über diesen Volumenspacer. Nicht über drei, vier gestückelt, sondern über einen, den man so oder so rummontiert. Und deswegen baue ich meine Luftfeder so, wie ich sie baue. Und einfach nur, weil es geil ist mit dieser Dichtung. Das ist natürlich schon geil, wenn das einfach durchs Eigengewicht schön runterfällt. Das war's für heute bei der Technikstunde. Bis bald.